Guten Morgen. Heute wollen wir über die gleichförmige Bewegung sprechen und dabei den Umgang mit dem Steigerungsdreieck ein bisschen lernen, vom Diagramm zum Weg-Zeit-Gesetz und umgekehrt kommen und eine Beispielaufgabe lösen, die so typisch für geradlinige gleichförmige Bewegung ist. Also typische Physikaufgabe. Ja, schauen wir uns mal an. Die geradlinig gleichförmige Bewegung, so ist das nämlich eigentlich richtig, findet also auf einer geraden Linie statt und ist immer gleich schnell. Also ein Körper ist immer gleich schnell und die Geschwindigkeit ändert sich nicht. Das heißt, er hat keine Beschleunigung, der bremst auch nicht, sondern eben immer gleich schnell. Und der Körper bewegt sich geradlinig, also auf einer geraden Fläche, jetzt keine Kreisbewegung oder ähnliches. Und das Ganze ist dann im Weg-Zeit-Diagramm als eine Gerade dargestellt. So, hier haben wir ein Beispiel. Dieses Auto ist nicht ganz gleichförmig bewegt, es ist nämlich ein bisschen langsamer geworden am Ende. Aber so im Grunde genommen können wir das nutzen. Da haben wir also hier zum Beispiel, ja, auf der X-Achse stellen wir die Zeit dar. Die nennen wir T. Und die ist meistens in Sekunden. Und auf der Y-Achse haben wir die Strecke S und meistens in Metern. Ja, und unsere Messwerte sind dann normalerweise, wenn es sich um eine geradlinig gleichförmige Bewegung handelt, eben in Form einer Geraden. Die kann durch den Ursprung gehen, muss aber nicht. Vereinfacht machen wir das jetzt einmal durch den Ursprung. Und die Steigung dieser Geraden, das ist die Geschwindigkeit. Das habt ihr zum Teil in der letzten Stunde auch schon kennengelernt, dass je steiler die Gerade ist, desto schneller war das Fahrzeug oder desto schneller rollte der Ball. Und je flacher, desto langsamer. Ja, und das Ganze kann man eben ausrechnen, diese Geschwindigkeit, indem wir die Strecke durch die Zeit teilen. So, das heißt, wir nehmen uns einen beliebigen Abschnitt der Strecke, hier das grüne Stück, und ein beliebiges Abschnitt der Zeit, also dann natürlich von der Geraden wieder bis auf diese Gerade. Und das Ganze, dieses Stückchen, das nennt man das Steigungsdreieck. Das kann man natürlich prinzipiell überall an diese Gerade legen. Na, das kann man auch größer oder kleiner machen, genauso wie man es eben gut ablesen kann. Und da es ja eine Gerade ist, ist auch egal, wo wir es hinschieben. Es liegt also immer an dieser, muss immer an dieser Gerade genau anliegen. Hier habe ich leider einen kleinen Rand dazwischen, das sollte nicht sein. Aber es ist egal, weil die Steigung ja überall gleich ist, können wir das im Prinzip beliebig vergrößern, verkleinern und dann entsprechend an die Gerade anpassen. Normalerweise haben wir natürlich irgendwo Messwerte. Hier zum Beispiel gerade von dem rollenden Auto. Da sehen wir jetzt, diese Messwerte liegen so ziemlich auf dieser Geraden und am Ende ist es ein bisschen langsamer geworden. Das heißt, stimmt nicht mehr ganz mit der Geraden, aber vereinfacht gehen wir jetzt einfach von dieser Geraden aus. Ja, und jetzt suche ich mir nämlich das Steigungsdreieck da aus, wo ich gut messen und ablesen kann. Das heißt zum Beispiel hier, weil unsere Gerade hier genau so einen Punkt schneidet, wo wir ganz gut messen können. Hier sind wir nämlich genau an den Linien von unserem Hilfsgitternetz oder Hauptgitternetz. Und das Ganze tragen wir auch auf der linken Seite ab. Da kann man dann den Messwert S2, Strecke 2 und Strecke 1 nehmen. Und genau das braucht man nämlich. Dieses Delta ist nämlich nichts anderes als Strecke 2 minus Strecke 1. Und das wäre ja in unserem Fall jetzt hier 0,8 minus 0,4 Meter. Und das ist eben nichts anderes als 0,4 Meter. So, jetzt machen wir das Gleiche auch für die Zeit, auch bei unserem Steigungsdreieck. Also das heißt, da unten müssen wir natürlich auch sehen, dass man so halbwegs ablesen kann. Da haben wir jetzt dann unten, um das Ganze verlängert, also zwischen 0,5 ist T2. Und T1 ist natürlich der erste und T2 der zweite Wert. So, das heißt also auch hier
dieses Delta T ist nichts anderes, als dass ich die beiden Werte voneinander abziehe, also die Differenz bilde. Und das wäre also in diesem Fall 0,5 Sekunden minus 0,25 Sekunden. Und das heißt, die Differenz sind 0,25 Sekunden. Und das bedeutet, dass wir aus diesen beiden Werten dann unsere Geschwindigkeit dieses Autos berechnen können. Das heißt, wir geben im Taschenrechner oder wie auch immer ein 0,4 Meter geteilt durch 0,25 Sekunden. Und dann haben wir als Ergebnis für unsere Steigung 1,6 Meter pro Sekunde. Kann man natürlich auch rechnen. Wir hatten ja eine Viertelsekunde, also kann man auch rechnen, ja, mal 4, dann komme ich eben auf die ganze Sekunde. So kann man es natürlich auch machen, wenn man das im Kopf rechnen möchte. Braucht man auch keinen Taschenrechner. Ja, das heißt also, so kann man dieses Steigungsdreieck bilden. Und dieses Delta ist einfach, steht einfach nur für die Differenz zwischen den beiden. Na, wir können auch hier direkt ablesen, dass das eben 0,4 Meter waren, weil ja jede von diesen Linien 0,2 Meter entfernt sind. Und da unten haben wir jeweils eine Sekunde. Und das Ganze ist ja ein bisschen mehr als die Sekunde, 0,1 Sekunde. Dann haben wir 0,1, 0,2, 0,25 Sekunden. Ja, wir können das Ganze auch mit der Mathematik erklären. Ihr kennt ja die Geradengleichung aus der Mathematik, hoffe ich schon. Die solltet ihr in Klasse 7 auf jeden Fall schon gemacht haben. Und da ist ja die Standardformel y gleich mx plus b oder f von x gleich mx plus b. M ist die Steigung. X ist natürlich die x-Achse hier, y ist der Wert auf der y-Achse und das b ist der Achsenabschnitt. Und zwar auf der y-Achse, das heißt, unser b ist im Prinzip hier. Ne? Wenn das Ganze durch den Ursprung geht, dann haben wir einfach nur y gleich m mal x. So, das Gleiche können wir natürlich jetzt auch auf unsere Geraden in der Physik übertragen, also auf die gleichförmige Bewegung. Dann ist das das Weg-Zeit-Gesetz für die gleichförmige Bewegung. Und unser x ist ja nichts anderes als die Zeit. Das heißt, das stellen wir hier als t dar. Und unser y ist nichts anderes als die Strecke. Und die stellen wir in S, ich schreibe mal Strecke, S da. Und V ist die Steigung, weil V ist ja unsere Geschwindigkeit. Das heißt, wir ersetzen jetzt einfach. Na, was unser y war, ist also offensichtlich die Strecke. Was unser m war, die Steigung, nennen wir jetzt in der Physik dann v, weil die Geschwindigkeit ja die Steigung in diesem Diagramm darstellt. Und der Achsenabschnitt, der ist sozusagen unser Vorsprung, den nennen wir s0. Können wir auch Vorsprung hinschreiben. So, und damit kommen wir auf das Wegzeitgesetz S gleich V mal T plus S0. Vorsprung natürlich nur dann, wenn das Ganze eben nicht 0 ist und nicht in dem Ursprung beginnt, sondern von einem Vorsprung oder Entfernung schon die Rede ist. Das Ganze kann man für die Oberstufe auch nicht S gleich V mal T plus S0, sondern
S von t. Also die Strecke, die zu einer bestimmten Zeit zurückgelegt wurde, ist eben v mal t plus S0. Wir schauen uns mal ein typisches Beispiel an, so wie man das in diversen Aufgaben, in Klassenarbeiten wollte ich gerade sagen, nicht in Klassenarbeiten, sondern in Klausuren in der EF oder vereinfacht in der Klasse 8 im Test findet. Mariam läuft mit ihrem kleinen Bruder um die Wette. Sie läuft mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 6 Meter pro Sekunde. Die Rennstrecke ist 50 Meter lang. Ihr Bruder läuft nur ca. 4 Meter pro Sekunde und erhält dafür 10 Meter Vorsprung. Nach welcher Zeit und wie vielen Metern holt Mariam ihren Bruder ein? Wer gewinnt das Rennen und mit welcher Zeit? Und stelle auch die beiden Wegzeitgesetze auf. Das ist mehr so ein typischer Oberstufenaufgabe, wenn man auch noch das Wegzeitgesetz aufstellen soll. Aber auch in der Klasse 8 kann man das schon mal machen. So, wir überlegen uns jetzt erstmal, was ist gegeben, was ist gesucht. Gucken wir an, Mariam hat eine Geschwindigkeit von 6 Meter pro Sekunde und der Bruder läuft 4 Meter pro Sekunde und hat 10 Meter Vorsprung. Und die Rennstrecke ist jetzt so ein bisschen unabhängig davon, soll 50 Meter lang sein. So, und gesucht ist, ja, nach wie vielen Metern holt sie ihn ein, ist das vor oder nach dem Ziel, und die beiden Wegzeitgesetze aufstellen. Okay, also nehmen wir, schreiben wir nochmal auf, gegeben, Mariam, 6 Meter pro Sekunde ist die Geschwindigkeit, das haben wir da oben stehen. Der Bruder nur 4 Meter, also V ist gleich 4 Meter, und S0, der Vorsprung, sind 10 Meter. So, wir suchen Treffpunkt und Zeit. Gewinner nach 50 Metern und Zeit eigentlich auch. Und das Wegzeitgesetz. Okay, wenn wir die Aufgabe lösen wollen, schauen wir uns also nochmal an, was gegeben und was gesucht ist. Kopieren das hier nochmal rein. Also wir haben die Geschwindigkeit von Mariam. Ich markiere das jetzt gleich mal in Rot. Also die Strecke von Mariam machen wir in Rot. Und das, was wir über ihren Bruder wissen, das machen wir in Gelb. Also Strecke Bruder Gelb. Na, und da wissen wir Geschwindigkeit 4 Meter pro Sekunde, Vorsprung 10 Meter pro Sekunde. Und bei Mariam wissen wir die Geschwindigkeit 6 Meter pro Sekunde. So, das heißt, Mariam startet im Nullpunkt. Das ist eine reine Definitionssache. Wir könnten auch den Nullpunkt bei dem Bruder setzen, dann würde aber Mariam bei minus 10 Metern starten. Und das mit dem Minus wollen wir ganz gerne vermeiden. Also setzen wir so, dass Mariam im Nullpunkt startet. Und dann überlegen wir uns, wo ist denn... Also die Steigung muss ja 6 Meter pro Sekunde sein. Eine Sekunde Anzeichen 6 Meter ist hier relativ blöd. Aber man kann ja leicht rechnen, dass sie dann nach 10 Sekunden 60 Meter geschafft haben muss. Das heißt, wir gucken hier 60 Meter und 10 Sekunden und setzen da unser erstes Kreuzchen hin und verbinden diese beiden Kreuzchen mit einer Geraden. Dann haben wir also die Strecke, die Mariam, also beziehungsweise nicht die Strecke, die sie läuft, sondern die Gerade im Wegzeitdiagramm für Mariam. Und das gleiche machen wir für den Bruder. Da wissen wir ja, der ist, hat 10 Meter Vorsprung. Wir machen also unser erstes Kreuzchen bei 10 Metern und zum Zeitpunkt 0. Da startet er, läuft er los. Jetzt hat er eine Steigung von 4 Metern pro Sekunde. Das hieße, nach 10 Sekunden ist er also 40 Meter weitergelaufen. Da er bei 10 Meter anfängt, 40 Meter weiter, ist er dann bei 50 Metern und 10 Sekunden. Also hier machen wir das nächste Kreuzchen, verbinden das beides wieder mit einer Geraden. Und da ist unser Treffpunkt. Denn der Treffpunkt ist ja genau an der Stelle, wo sie zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind. Also der Schnittpunkt dieser beiden Geraden. Da können wir jetzt ganz leicht ablesen. Wir gehen also hier. Da ist unser Treffpunkt, gerade nach unten. Das sind 5 Sekunden. Und wir gehen von da aus gerade nach links und das sind genau die 30 Meter. Also haben wir als Ergebnis, sie treffen sich, beziehungsweise Mariam holt ihn ein. Ihren Bruder ein bei 30 Meter nach
5 Sekunden. So weit, so gut. So, jetzt ist noch die Frage, wo denn, also wer zuerst im Ziel ist, ist natürlich damit klar, weil Mayam hat ihn ja schon bei 5 Sekunden oder nach 30 Metern überholt. Also ist sie auf jeden Fall auch bei 50 Metern schneller angekommen. Jetzt fehlt uns nur noch die Zeit. Das heißt, wir gucken hier bei den 50 Metern, da haben wir uns eine grüne Linie eingezeichnet, wo die 50 Meter sind. Und sobald wir hier auf die rote Gerade von Mayam treffen, gehen wir da nach unten und gucken, aha, 8,4 Sekunden. Mayam gewinnt nach 8,4 Sekunden, hat sie die Ziellinie erreicht. Das braucht ihr nicht abschreiben, das kann man eh kaum lesen. Ich möchte es nur gerne notiert haben. Was ihr aber wieder braucht, ist unser Wegzeitgesetz, denn das ist ja unser eine der Aufgaben. Das Wegzeitgesetz ist ja V mal T plus S0. Das heißt, für Mayam ist V 6 Meter pro Sekunde. Und dann schreiben wir einfach mal T noch dahinter. Dann haben wir nämlich zu jeder beliebigen Zeit, können wir ausrechnen, wie weit ist Mayam gelaufen. Und für ihren Bruder ist V 4 Meter pro Sekunde. Also V mal T wieder hinschreiben. Plus den Vorsprung. Und der Vorsprung waren 10 Meter. Statt das zu zeichnen, kann man das Ganze auch rechnen. Das ist aber für viele deutlich komplizierter. Das Zeichnen ist sicherlich die einfache Variante. Wer das gerne rechnen möchte, um den Treffpunkt herauszufinden, das bedeutet ja, dass beide Wegzeitgesetze zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein müssen. Das heißt, wir können die einfach gleichsetzen. Also Mayam war ja, die Strecke von Mayam ist ja 6 Meter pro Sekunde mal T. Und die Strecke von ihrem Bruder ist ja 4 Meter pro Sekunde mal T plus 10 Meter. Und die beiden gleichsetzen. Das heißt also nichts anderes als das 6 Meter pro Sekunde mal T das gleiche sein sollen wie 4 Meter pro Sekunde mal T plus 10. Lassen wir mal die 10 auf einer Seite stehen und rechnen minus 4 Meter pro Sekunde, damit wir das T schön auf eine Seite mal T natürlich auf eine Seite kriegen. Dann haben wir also 6 Meter pro Sekunde mal T minus 4 Meter pro Sekunde mal T gleich 10 Meter. So, das kann man ausklammern oder wir können einfach rechnen. 6 minus 4 sind 2, also haben wir 2 Meter pro Sekunde mal T sollen 10 Meter sein. Wenn wir jetzt T alleine wissen wollen, dann müssen wir einfach durch die 2 Meter pro Sekunde teilen. Dann haben wir T alleine und hätten hier 10 Meter durch 2 Meter pro Sekunde. Und das sind 5. Und das Meter kürzt sich raus und wir teilen durch 1 durch Sekunde, teilen durch einen Bruch, heißt mit dem Kehrwert mal nehmen, also 5 Sekunden. Das heißt, nach 5 Sekunden holt Mayam ihren Bruder ein. Wissen wir schon, aus der zeichnerischen Lösung gerade hatten wir genau das Gleiche raus. Das ist immer sehr schön, wenn man bei beiden Sachen das Gleiche rauskriegt. So, jetzt was machen wir jetzt damit? Das müssen wir jetzt wieder einsetzen. Und zwar, also wenn wir den Ort wissen wollen, können wir das einsetzen entweder in die, wie weit ist der Bruder gelaufen oder wie weit ist Mayam gelaufen. Und da wir bei dem einen Vorsprung ausrechnen müssen, bei dem anderen einfach so, nehmen wir jetzt Mayam, das ist einfacher zu rechnen. Da haben wir ja S von T gleich 6
Meter pro Sekunde mal t. Da setzen wir jetzt diese 5 Sekunden ein. Und das heißt einfach, die Strecke von Mariam ist 6 Meter pro Sekunde mal 5 Sekunden, also 30 Meter. Na, Sekunde kürzt sich raus. Wissen wir also, nach 30 Metern und 5 Sekunden hat sie ihren Bruder eingeholt. Man kann natürlich auch einfach ausrechnen, wann, nach welcher Zeit sie jetzt bei den 50 Metern angekommen ist. Dann ersetzt man die Strecke eben durch 50 Meter und löst nach t auf. Auch das ist nicht so wild. Aber zeichnerisch ist es halt wesentlich einfacher. Deshalb wird das ganz gerne zeichnerisch gemacht. Ja, das war's schon. Danke fürs Zuschauen. Weitere Infos findet ihr natürlich wie immer unter Lifey Physik und auch in eurem Physikbuch. Die Links und auch die Seitenzahlen für unser Physikbuch schreibe ich euch unten rein in die Beschreibung und ich freue mich, wenn es euch gefallen oder geholfen hat. Tschüss!